Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es Teil 3 und zwar den letzten Teil von unserer Tapas-Reihe. Wir haben zwar am Anfang gesagt, dass wir keine rein spanischen Tapas machen, aber diese Dinger gehören unbedingt auf den Tisch. Wir machen heute spanische Kroketten, Croquetas de Jamón. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere spanischen Kroketten brauchen wir vorab erstmal folgende Zutaten: Butter, da brauchen wir ungefähr 2 Esslöffel. Serrano-Schinken, den habe ich schon mal klein geschnibbelt. Das waren Scheiben 100 Gramm. Und ihr seht, ich habe da so Würfelchen draus gemacht, wie man es auch machen konnte. Wir brauchen etwas Muskatnuss, 5 Esslöffel Weizenmehl, einen halben Liter Milch und Salz zum Würzen. In einem Topf habe ich nun 2 Esslöffel Butter erhitzt. Das waren gute Esslöffel. Ihr wisst, ich mache immer sehr gute Esslöffel. Stimmt. Dort rein gebe ich nun 5 Esslöffel Mehl. Das waren 3. 4 gute. 5. So, na, bleib stehen. Das Ganze rühre ich runter. Ja, Herr Kühne, man muss aufpassen, dass man bei Frau Kühne nicht mit unter die Räder kommt. Ja, habe ich schon gemerkt. Genau, und lösche das Ganze mit Milch ab. Erstmal ein bisschen. Ein halber Liter Milch wird das übrigens. Das Ganze wird glatt gerührt. Und dann lassen wir es ungefähr 10 Minuten köcheln, dass die Bechamelsoße eingedickt ist. Schön verrühren, dass keine Klümpchen entstehen. So, ihr seht, unsere Soße ist schön dicklich. Ich gebe jetzt etwas Muskatnuss dazu. Ja, nicht die Fingernägel mit reinreiben. So. Und unseren Schinken. Den werden wir unterrühren. Und würzen das Ganze mit etwas Salz. So. Das reicht. Ich denke auch. Weil wir haben ja auch den Schinken. Ne? Ja. So. Der Herd wird ausgestellt und dann geht es gleich weiter. So, unsere Bechamelmasse habe ich nun in eine rechteckige Form abgefüllt, etwas glatt gestrichen und das darf jetzt nun ungefähr 2-3 Stunden bestimmt abkühlen. Und dann geht es weiter. So, ihr Lieben, fast 3 Stunden später ist unsere Masse eigentlich ziemlich fest. Ähnlich wie Kartoffelbrei, sage ich mal. Vielleicht sogar noch ein bisschen fester. Daraus werde ich nun Kroketten formen. Die werden wir in Paniermehl wälzen, dann in Ei und nochmal in Paniermehl. Und dann werden sie in Fett ausgebacken. So sieht jetzt die Masse aus. Eine schwierige Angelegenheit, sage ich euch. Sie ist schmierig, die Angelegenheit. Das war richtig. Vielleicht muss ich die Hände nass machen. Mal gucken. So. Ich denke. Nochmal in Sammelgröße. Die ist nicht zu weit. Ja, wir werden sehen. So soll das Ding aussehen. Und dann, wenn ich alle fertig habe, melden wir uns wieder. Genau. So sehen nun unsere geformten Kroketten aus. Als kleinen Tipp, nehmt noch eine größere Form, um die Bechamelsoße abkühlen zu lassen. Ich denke, wenn man
noch größer die Form hat, dementsprechend ist der Teig selber ist ein bisschen flacher und kann dementsprechend mehr durchtrocknen. Ich denke, dann hat man ein bisschen mehr Konsistenz, weil das war jetzt doch zeitweise ganz schön schwierig. So ihr Lieben, ich habe jetzt etwas Frittieröl erhitzt und darin werden wir unsere Croquettas schön ausbacken, bis sie schön goldbraun sind. Ja, und dann melden wir uns beim Tellerbild wieder. Ja, kurzes Fazit, heftig, aber lecker. Also ein kleiner Tipp, macht sie etwas kleiner, weil ihr müsst ja noch einen Dip daneben stellen. Das bleibt euch überlassen. Wir haben heute zwei verschiedene Barbecue-Soßen gemacht. Könnt ihr mir auch gut eine Knoblauchdippe vorstellen. Bleibt euch überlassen. Ja, wenn euch die gesamte Serie gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da. Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer freuen. Ihr könnt auch gerne schreiben, welche Tapas von den drei euch am besten gefallen hat. Wir sind gespannt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sonntag und tschüss. Kühnes Kochkanal.